Herzlich willkommen hier zurück bei Apoplay und ich habe heute was ganz Neues für euch und zwar, ja, ich habe mir die Haare geschnitten. Aber wisst ihr was, scheiß auf meine nicht vorhandenen Haare, denn ich wollte euch meine Top 10 Co-op Games vorstellen und ich hoffe, es wird euch gefallen. Also schaut's euch an. Resident Evil 5, wie könnte es auch anders sein, das Capcom Survival Horror Game Whatever erschien 2009 für die PlayStation 3. Zum alleine spielen hätte ich ganz ehrlich keinen Bock gehabt, aber mit deinen Kollegen wird die Sache interessanter. Da wir schon bei Zombies sind, Dead Island, ein sehr geiles Koop-Spiel meiner Meinung nach aus dem Hause Techland, kam 2011 auf die Ladentheke. Ihr kennt das Game nicht? Ach ja, ist ja auch kein Wunder, leider hat das Game nicht in unser heiß geliebtes Deutschland geschafft aufgrund unserer wunderbaren USK. Daumen hoch dafür! In diesem Game könnt ihr euch zu viert auf Zombiejagd machen, eure Waffen modifizieren, euren Charakter skillen und so weiter und so fort. Habe ich schon erwähnt, dass es extrem Spaß macht? Nein? Nun ja, es macht extrem Spaß. Sorry Leute, aber noch zwei Zombie-Games müsst ihr verkraften. Dying Light, somit ein ganz frisches Game. Kennt ihr Mirror's Edge und Dead Island? Nun ja, das sieht ganz so aus, als wenn die beiden ihr wisst schon was gemacht haben und dadurch ist Dying Light zur Welt gekommen. Ihr schlüpft in eine Rolle von einem James Bond-artigen Agenten und sollt etwas ausfindig machen. Was das ist, verrate ich euch nicht, dafür müsst ihr das Game selbst zocken. Mit den ganzen Parkour-Einlagen wird es zum Kinderspiel von A nach B zu kommen. Doch nachts müsst ihr vorsichtig sein, da passiert ganz kranker Shit. Ebenfalls dürft ihr eure Freunde zum Rumhüpfen einladen und gemeinsam durch die Stadt jumpen. Leider hat die USK uns hier ebenfalls einen Strich durch die Rechnung gezogen, somit ist es nicht auf Steam verfügbar. Naja, ein Key klärt. Die Zombies sind fast um, meine Freunde, also bleibt dran. Die Left 4 Dead Reihe aus dem geliebten Wolf Studio, Ersterscheinung 2008. Da wurde das Spiel mächtig gefeiert. Zu viert macht man sich auf den Weg, die Zombies aus den geliebten USA zu vertreiben. Das Spiel bietet massenhaft Koop-Spaß und ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Genauso wie all die Spiele in diesem Video. Wir treffen auf Massen von diesen Mistviechern und metzeln sie einfach alle nieder. Viele Waffen erleichtern uns natürlich den Weg, aber ebenso gibt es verschiedene Zombies, die uns ins Leder wollen. Da hilft nur noch die Motorsäge. Wer hätte das gedacht? New Super Mario Bros. Gehört einfach zu meinen Lieblings-Koop-Spielen. Die Spielhandlung brauche ich euch gar nicht zu erzählen, denn sie ist seit 1985 unverändert geblieben. Oh mein Gott, fast wie in COD. Die blöde Prinzessin lässt sich wieder mal von irgendeinem mutierten Ninja-Turtle entführen und wir müssen der Sache wie immer auf den Grund gehen. Nichtsdestotrotz ist es ein geiles Spiel und ich würde euch das auf jeden Fall weiterempfehlen. Spielspaß für die ganze Familie. Ach, herrlich. Nun sind wir auch bei Herr der Ringe, Krieg im Norden gelandet. Ein klasse atmosphärereiches Herr der Ringe Game, das wir in Koop durchspielen können. Ist das nicht klasse? Das Spiel könnt ihr zu dritt bestreiten und massenhaft an Orks auf die Mütze kloppen. Während des Spiels killt ihr euren Charakter und rüstet ihn neu und besser aus. Wenn ich ehrlich bin, macht mir persönlich das Spiel auch nur in Koop Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nun gut, ein Muss für jeden Herr der Ringe Fan. Payday 2. Natürlich gehört das Koop-basierte Spiel in meine Top 10 Koop-Games. Payday 2 ist ein Koop-basierter Shooter. Das Ziel ist, so viel Kohle zu klauen, wie es nur geht. Es stehen viele Aufträge für euch bereit, ebenso viele Möglichkeiten, wie ihr das Ding durchzieht. Möchtet ihr das auf die leise Tour machen oder marschiert ihr einfach rein und knallt alle ab? Das hängt ganz von euch ab. Skillt euren Charakter, modifiziert eure Waffen, Masken und. Das Spiel hat sehr viel zu bieten und hat mich schon sehr viele Stunden gekostet. Natürlich darf man Mortal Kombat auch nicht vergessen. Wir reden von dem 9. Teil dieser Serie. Man kann im Team sich an der Kampfleiter hocharbeiten bis zum Endboss. Viel Blut, kaputte Knochen und abgetrennte Gliedmassen sind Standard in diesem Fight Game. Euch stehen viele Möglichkeiten offen, den Gegner den letzten Schlag zu verpassen. Fresse ich ihn heute auf? Säge ich ihn in Stücke? Oder doch lieber einfach mit seiner eigenen Wirbelsäule in 1000 Stücke schlagen?
Das ist eure Wahl. Ach ja, übrigens, das Spiel ist in Deutschland ebenfalls verboten. Wie ich die USK liebe. Die Borderlands-Reihe ist ein sehr actionreicher Shooter mit vielen Bossen und einer Open-World-Welt. Geiles Wort, Open-World-Welt. Okay, auf jeden Fall ist die Borderlands-Reihe ein First-Person-Shooter mit Rollenspielelementen. Sprich, immer bessere Ausrüstung sammeln und sein Charakter skillen. Das Unreal Engine basierte Game ist für Spielspaß mit 4 Freunden bestens geeignet. Mittlerweile gibt es 3 Teile davon und meiner Meinung nach ist der zweite am besten gelungen. Das letzte Game auf meiner Liste ist kein anderes Spiel als Zero Sam 2. Ein richtig sinnloses und krankes First-Person-Shooter, das sich nicht mal selbst ernst nimmt. Ich meine, ernsthaft? Hightech-Dinosaurier mit Raketenwerfer? Alter, genau dieser Humor macht das Spiel aus. In der PC-Fassung dürfen bis zu 16 Spieler gemeinsam den Mistviechern die Visage polieren. Ein langer Spaß für Zocker, die einfach nur sinnlos jemanden in Stücke zerfetzen wollen. Eine große Auswahl und ein sehr kreatives Level-Design erwartet euch in diesem Game. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn man sieht schon alles im Trailer. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte eine Bewertung da. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Haut rein, schaltet ein, hier war der Apo. Ciao.